Heute ist Freitag, der 3. Dezember 2021. Und das Video wird präsentiert von Britta. Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch etwas über Tiere im Winter erzählen. Also über Tiere im Winter in Deutschland. Eigentlich kann man dann ganz kurz sagen, es sind die gleichen Tiere wie im Sommer. Aber trotzdem gibt es da ein paar Unterschiede. Sozusagen kann man sie in 5 Kategorien einteilen. Und zwar in die winteraktiven Tiere, in die Tiere, die einen Winterschlaf halten, in die Tiere, die Winterruhe halten, in die Tiere, die eine Winterstarre machen oder in eine Winterstarre verfallen und in die Tiere, die in den Süden fliegen. Das sind meistens dann die Vögel. Nicht alle Vögel, aber einige. So nenne ich euch ein paar Beispiele für Tiere, die in Deutschland aktiv sind, also winteraktive Tiere sind. Hier seht ihr zum Beispiel Hirsche und Rehe. Also ein Hirsch und ein Reh ist ein winteraktives Tier. Es ist im Wald unterwegs und sucht Futter. Genauso auch wie Wildschweine oder Hasen. Zu den Vögeln gehören die Meisen, wie ihr hier ein Bild seht, oder aber auch Buchfinken und Stare. Das sind sogenannte Standvögel. Sie bleiben im Winter hier bei uns in Deutschland. Andere Tiere, wie zum Beispiel der Igel oder aber auch die Fledermäuse oder der Siebenschläfer, halten einen Winterschlaf. Das heißt, sie gehen im Oktober, im November in ihren Bau zurück und schlafen. Davor haben sie ordentlich Kalorien zugelegt, damit sie vom Oktober, November bis März, also bis ins Frühjahr hinein, gut durchschlafen können, also überwintern können. Andere Tiere wie der Dachs oder der Waschbär oder wie hier das Eichhörnchen machen keinen Winterschlaf, sie machen eine Winterruhe. Das heißt, sie senken ihre Körpertemperatur nicht ab, sondern sie gehen ab und zu noch auf Futtersuche und schlafen also, ruhen sehr viel, sind aber noch ein bisschen aktiv, um Futter zu suchen. Amphibien oder Reptilien, also wie zum Beispiel der Frosch als Amphibium, er verfällt in eine Winterstarre. Das bedeutet, er passt sich der Umgebungstemperatur an, also wenn es außen dann kalt ist, wird seine Temperatur abgesenkt auf diese Außentemperatur. Er versteckt sich unter Moosen oder im Wurzelwerk und verbringt da in der Starre den Winter. Und nun zur letzten Kategorie oder zum letzten Beispiel. Das sind die Zugvögel. Das heißt, die Vögel, die bei uns im Sommer sind, die aber im Winter bei uns keine Nahrung finden. Wie zum Beispiel der Storch. Er fliegt sehr, sehr weit bis nach Afrika, um dort den Sommer zu verbringen. So, welche Tiere habt ihr schon gekannt? Schreibt es doch in die Kommentare. Oder auch sonst, wenn ihr weitere Fragen habt zu dem Wortschatz aus diesem Video, schreibt es gerne auch in die Kommentare. Liebe Grüße von mir und an euch einen wunderschönen Tag. In dieser Playlist findest du alle Adventskalender-Videos. Und morgen sind wir zurück mit einem neuen Video. Bis dann!